Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. So, Herz, Seele, Ball, Freunde, das ist die Ausgabe für Montag. Ja, das Fußballwochenende ist fast vorbei. Es gibt noch ein Spiel. Aber gerade zu Ende gegangen ist die Begegnung zwischen Freiburg und Leverkusen. Und ich muss sagen, einmal mehr, ich bin voll des Lobes über diese Freiburger. Sie haben kurz vor Schluss 2:1 gewonnen gegen Leverkusen. Und damit wird noch deutlicher, wie hoch und eklatant die Überlegenheit des FC Bayern in der Fußball-Bundesliga ist. Respekt vor Freiburg. Max Kruse, ein ungewöhnlicher Fußballer, der auch schon mal 70.000 Euro im Taxi liegen lässt, den ganz viele super finden. Viele finden ihn, naja, nicht so super. Und die haben ja in Bochum gespielt und da wurden sie mit Bier überschüttet und. Ihr habt das mitbekommen. Dann gab es den Instagram-Post von ihm, wo er gesagt hat, also er mag den VfL Bochum, aber am Samstag wären wohl alle Asozialen des Ruhrgebiets im Ruhrstadion gewesen. Sicherlich übertrieben. Er hat das eigentlich auch ganz witzig gemacht. Und ich kann ihn auch ein bisschen verstehen, weil ich das auch oft genug erlebt habe, wenn ich in einem Fußballstadion bin, dass Reporter, Journalisten, Kameraleute mit Bier überschüttet werden. In Rostock habe ich das erlebt, in Köln habe ich das erlebt, also in Dresden habe ich das erlebt. Das ist alles andere als lustig. Und deswegen, die haben so ein gutes Bier, sagen sie immer da in Bochum, viel Bier. Und ich weiß nicht, warum sie es wegschütten. Das ist doch völliger Unsinn. Also ich kann ein wenig Max Kruse verstehen, aber die Pauschalisierung ist natürlich nicht so lustig. Und er hat es natürlich versucht mit einem Augenzwinkern und mit Kuss auf die Nuss oder was er da gesagt hat. Aber es bleibt ein fader Beigeschmack. Max, du bist ein toller Fußballer, aber manchmal sollte man vorher überlegen, was man sagt und was man postet dabei. Instagram. Große Geschichte heute in Duisburg. Schlimme Geschichte. Ein Spieler des VfL Osnabrück wird rassistisch beleidigt. Nach 30 Minuten wird das Spiel unterbrochen, später komplett abgebrochen beim Spielstand von 0:0. Und was ich sagen muss, ist widerwärtig. Und trotzdem, das Duisburger Publikum hat sich großartig verhalten. Die haben nämlich dann minutenlang Nazis rausgerufen. Und der Stadionsprecher hat auch etwas sehr Schönes gemacht. Er hat nämlich das Lied der Ärzte eingespielt, Schrei nach Liebe. Hoffen wir, dass die Mehrheit sich in diesen Fällen immer wieder durchsetzt. Aber beschämend war das einmal mehr. Und abgebrochen. Also Duisburg wird das Spiel als verloren gewertet bekommen. Wenn es ein sogenannter Anhänger des MSV Duisburg war, hat er denen auch noch Übles angetan, weil die stehen im Abstiegskampf. Das war ein echt schöner Abend. Kommst du noch auf einen Kaffee mit drauf? Nö. Den hole ich mir lieber bei Aral. Nicht nur als Ausrede heiß geliebt. Die Kaffeespezialitäten im Rewe to go bei Aral. Genießen Sie jetzt unseren winterlichen Creamy Karamell Latte oder den Creamy Hot Choc. Aral. Alles super. Ja, dann meine Aufgabe natürlich auch heute mal wieder so ein bisschen zu gucken, was schreibt das Internet über HSV gegen Schalke. Und da komme ich auf eine Seite, wo Thorsten Matuschka, der Sky-Kommentator, Co-Kommentator, ziemlich beschimpft wird. Ich verstehe es nicht. Also wenn ich das nicht mag, was Thorsten Matuschka sagt, drehe ich leise oder ich habe sogar die Möglichkeit, auf einen anderen Sender umzuschalten. Aber er wird auch da recht pauschal beschimpft. Keine Ahnung. Der Junge hat so viele Fußballspiele gemacht, der weiß schon, über was er da redet. Manch einer wirft ihnen vor, dass die beiden, der Kollege Hempel und der Kollege Matuschka, so etwas wie eine Delling-Netzer-Kopie sein wollen. Ja, das mag ja alles sein, das kann man auch alles kritisieren. Aber auch hier kommt es wieder auf die Worte an, wie man das macht. Und jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, Ärzte schützen sich gegenseitig, Kommentatoren schützen sich gegenseitig. Nein, darum geht es nicht. Es geht mir nur um größtmögliche Fairness in alle Richtungen hin. Und meistens werden wir beschimpft, weil viele da draußen natürlich
sehr viel subjektiver das Spiel sehen als die Kollegen am Mikrofon. Das war ein echt schöner Abend. Kommst du noch auf einen Kaffee mit drauf? Nö. Den hole ich mir lieber bei Aral. Nicht nur als Ausrede heiß geliebt. Die Kaffeespezialitäten im Rewe to go bei Aral. Genießen Sie jetzt unseren winterlichen Creamy Karamell-Latte oder den Creamy Hot Choc. Aral, alles super. Bei Hannover gegen Bremen gab es das Problem heute nicht, denn 30 Minuten lang war überhaupt kein Kommentator da. Also das kann dann auch ein Vorteil sein. Ich weiß nicht, warum, wieso, weshalb. Ein Kollege ist kurzfristig ausgefallen und dann hat man 30 Minuten das Spiel nur mit Stadionton gehört. Auch nicht schlimm, finde ich. Hoffe nur, dass es nicht Schule macht, denn sonst arbeitslos. Wer will das schon sein? So, ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns täglich, selbstverständlich auch Heiligabend. Herz, Seele, Ball geht auf die 1000. Ausgabe zu. Es sind noch 150 bis dahin circa, aber das schaffen wir auch noch. Und wir sehen uns wieder, erstaunlicherweise, morgen. Uli war übrigens mal Nummer 1 in der Hitparade. Liebe Freundinnen und Freunde von Herz, Seele, Ball, ihr solltet es wissen. WhatsApp, der Messenger, das ist der, der deine Privatsphäre absolut schützt. Also da kann man im Grunde genommen wirklich guten Gewissens alles, aber auch wirklich alles chatten. Niemand liest mit, da gibt es eine End-zu-End-Verschlüsselung und ihr seid da auf der absolut sicheren Seite. Ich muss das in meinem Beruf auch ab und zu sein. Dann habe ich exklusive Meldungen und Nachrichten, die ich vielleicht meinem Chef weitergeben muss. Und da möchte ich natürlich nicht so gerne, dass irgendjemand anderes das lesen kann. Und da habe ich bei WhatsApp die absolute Sicherheit. Eigentlich können Sie jetzt abschalten.